Bayreuth ist ein weltbekanntes Musik- und Kulturzentrum und der Inbegriff für Richard Wagner und seine genialen Werke. Es ist kaum zu glauben, dass die Grundsteine des heutigen Bayreuths vor rund 300 Jahren von einer jungen, tatkräftigen Gräfin gelegt wurden, die aus einem verschlafenen Provinznest eine schillernde Musik- und Gesellschaftsmetropole gemacht hat. Die Rede ist von der preußischen Königstochter und Schwester von Friedrich dem Großen, Wilhelmine. Wilhelmine, die sich eigentlich schon als englische Königin gesehen hatte, wurde aus politischen Gründen mit dem Markgrafen von Brandenburg-Bayreuth, Friedrich III., verheiratet. Statt London wurde somit Bayreuth ihr Lebensmittelpunkt. Wilhelmine versank jedoch nicht in Frustration und Verzweiflung, sondern entfachte einen Bauboom, den das Land noch nie zuvor gesehen hatte. Die damals besten Baumeister Europas wurden engagiert, um Bayreuth zu einem Zentrum der Kultur und der hohen Gesellschaft zu machen. Das markgräfliche Opernhaus, heute ein UNESCO-Weltkulturerbe. Das neue Schloss mit seinem weitläufigen Hofgarten. Die großartige Eremitage. Oder das Schloss Fantasie, das später ihre Tochter Friederike bewohnte, waren allesamt Meilensteine der Baukunst. Und sind bis heute das Vermächtnis von Wilhelmine an Bayreuth. Nach turbulenten Zeiten und den Napoleonischen Kriegen wurde Bayreuth letztendlich ein Teil Bayerns. Im 19. Jahrhundert erkor dann einer der größten Komponisten seiner Zeit, Richard Wagner, Bayreuth zum Mittelpunkt seines Musikschaffens. Das markgräfliche Opernhaus von Wilhelmine war der Grund dafür. Letztlich war dieses aber für den exzentrischen Wagner dann doch zu klein. Und so baute er sein eigenes Festspielhaus auf dem grünen Hügel. Rund 60.000 begeisterte Opernfans besuchen Jahr für Jahr die Wagner-Festspiele in Bayreuth und scheuen dabei keine Kosten. Standesgemäß residierte Richard Wagner in einer prachtvollen Villa in der Nähe des neuen Schlosses. Bezeichnenderweise nannte er das Haus Wahnfried. Ein sinniges Wortspiel für sein enges Verhältnis von Genie und Wahnsinn. Die Villa, wie auch Wagners Grab im Garten, sind heute touristische Hauptziele. Doch Bayreuth ist nicht nur ein Synonym für die Markgräfin Wilhelmine und für Richard Wagner, sondern auch ein Paradies für Liebhaber von Bier. Nirgendwo sonst auf der Welt ist die Dichte an Brauereien so groß wie hier. Unbedingt einen Besuch wert ist die Biererlebniswelt der Traditionsbrauerei Meisel in der Nähe des Stadtzentrums. Der nunmehrige Chef des Familienbetriebs, Chef Meisel, hat hier einen glanzvollen Rahmen erschaffen, der einzigartig ist. Meisel & Friends steht für ein innovatives, multikulturelles Gesamtkonzept rund um das Thema Bier. Bayreuth in Oberfranken. Ein Nabel der Musik- und Bierwelt.